Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal sind wir auf Live und ich, ja, auch ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin der Digi-Held und das ist Lego World. Wir haben mir gerade erst gekauft, ich habe noch nichts gemacht. Ich sehe, die Aufnahme läuft und mehr kann ich jetzt auch gar nicht so, also ich weiß gar nichts, ich habe gesehen, ich habe es gelesen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das war, glaube ich, irgendwie so eine ganz komische Zeitschrift. Das war noch nicht mal was, wo ich normalerweise immer gucke. Sondern da stand auf einmal, Lego World ist rausgekommen als Early Access. Und ich habe zu Dre gesagt, das machen wir sofort. Dann haben wir aber leider festgestellt, dass dieses Spiel nur im Singleplayer zu spielen ist. Aber ich denke mal, eins der größten Feature, Features, die halt sich. Die halt gewünscht sind bei diesem Spiel, wird wohl Multiplayer sein. Ja, es wird auch sehr stark mit Minecraft verglichen. Soll irgendwie auch recht positive positive Resonanz erzeugt haben. Also es waren wohl sehr viele glückliche Menschen dabei. Hallo Lego Mädel. Und es wird halt mit Minecraft verglichen und wer weiß, vielleicht ist das ja das Original Minecraft. So, wir wollen eine neue Welt anlegen und die nehmen wir natürlich. Wie nennen wir sie denn? The Nerdern. Und das Ding wegnehmen. The Nerdern. Way. Was? Way? Was? Way? Way. Way. Okay, englische Tastatur. Z. Haha, macht Y. Ich kenne mich aus. So. So, Northern Way. Auf Liefe. Auf L. Auf L. Also mehr passt nicht. L steht für Lego. The Northern Way auf Lego. Sag ich jetzt mal. So, jetzt haben wir hier eine schöne Insel. Mit schön viel Wasser. Aber, weiß ich nicht. Was ist das hier? Zufällig. Was ist das hier? Zur Welt. Ah, was ist das hier? Welt suchen. Hallo. Passiert nix? Oh, scheiße. Das ist mein Speichername wieder weg. Ja, Berge. Ein bisschen Tal hier unten. Aber ein bisschen Schnee. Eigentlich ist das schon ganz schick. Aber die... Was ist das hier? Kein Schnee. Zu viele Berge. Keine Ahnung. Das ist nix. Glaube ich. Also ich kenne mich ja eigentlich gar nicht überhaupt aus. Also vielleicht ist es ja auch total toll. Und ich drücke hier gerade voll die geilen Welten weg. Also ich glaube, wir haben noch keine bessere Welt als sie entdeckt, oder? Nee. War das sie? Nee. War das sie? War die nicht davor irgendwo? Wo ist sie denn jetzt? Ah, no risk, no fun. Es muss da irgendwie eine schöne Welt geben. Es gibt ja auch hier so einen Code, den man eingeben kann. Ich denke mal... So, den nehmen wir jetzt. Hier gibt es Berge, hier gibt es Eis, hier gibt es Wasser, hier gibt es Berge, hier gibt es Flachland zur Welt. Ja, es geht los. Unglaublich. Unglaublich. Lego. Es ist einfach, Oh, was ist denn los? Was ist denn los? Ich muss an die Tastatur, ich muss an die Maus. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwo landen. Fallschirm! Fallschirm! Ich sterbe, ich werde sterben. Ich bin nicht gestorben. Bodencharakter. That's me. Wieso bin ich ein zopftragendes Etwas? Bewegen. WASD oder links Klick gedrückt halten. Ach so, cool. Das nennt sich also Linksklick in Lego. Entschuldigung. Rechts ist Kamera. Kamera drehen, rechts Klick gedrückt halten. Oh, was ist das denn? Ein Eisbär. Ein Flugzeug? Springen. Oh, ich habe Leben dazu bekommen. Das heißt, ich kann sterben. Da ist noch ein Flugzeug. Ich muss aufpassen.
F oder links drücken. Boah, was ist das denn hier? Wahnsinn! Das ist ja, das sieht nach Unbesiegbarkeit aus. So, Fähigkeiten interagieren mit E. Passiert nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist jetzt da los? Die Animationen sind irgendwie schon geil. Wie das Ding stehen bleibt, ey. Boah, ich hab was gekriegt. Irgendwas hab ich gekriegt. Was war jetzt nochmal hier, Das haben wir ja noch gar nicht gesehen, diese Münzen bei Lego. Na, schnell weg, bevor sie... was heißt schnell weg? Na, verdammt, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worüber ich rede, so. Dann gibt's hier Fähigkeiten, interagieren, ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Und Kamera zentrieren mit R. Ah, ja. Sieht nützlich aus. Jetzt wollte ich aber doch mal wissen, was ist da hinten los? Okay. Ja, das sieht alles super aus. So, jetzt muss ich nochmal schnell den Wecker einstellen. Von meinem Tablet, dessen Akku gerade, wie ich sehe, sehr, sehr, ja, nicht da ist. Schließe ich jetzt nochmal das Ladekabel an. Tut mir leid, ich bin wieder total unvorbereitet, aber ich bin auch so aufgeregt wegen Lego. Ist halt, das hat es ausgemacht. Jetzt ist natürlich Lego auch so eine Art, ja, keine Ahnung, das ist mein erstes, was soll ich sagen, weltkreierendes Spiel, was ich gespielt habe. Meine erste Sandbox ohne Sandkasten. Also, ich habe halt, ich glaube, wie die meisten anderen auch halt Lego gespielt. Und seitdem ich halt ganz, ganz klein war. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, wie sich das halt irgendwie hier in diesem Spiel anfühlt. So, mein Wecker braucht noch ein bisschen. Ja, leider. Ich hab halt schon mit Dre gesprochen darüber und er ist halt auch irgendwie sehr begeistert. Und leider, leider kann er es halt nicht spielen. Er ist zwar der Stärkere, aber PCs sind ja meine, meine, wie soll ich sagen, mein Metier. Er spielt ja eigentlich, spielt ja mehr Konsole. Dafür aber auch sehr viele Konsolen. Aber so wie es aussieht, ist jetzt auch der PC bei ihm praktisch zur Konsole geworden. So, mein Tablet macht hier gerade ganz schön Ärger. Geht mir jetzt gerade schon wieder auf den Sack, weiß nicht warum. Ausgerechnet jetzt, eigentlich braucht man ja nur das Tablet anmachen und den Wecker auswählen, aber nein. Oh Gott, der Eisbär kommt auf mich zu. Der Eisbär kommt auf mich zu. Oh. Geh weg. Hat die getrunken oder was? Was soll ich eigentlich dagegen schlage? Ich mach das gleich hier ohne. Verdammt. Tja. Na, so ist das halt mit der Technik. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. So, da bin ich wieder. Der Wecker läuft. Ja. Dann können wir ja mal. Ja, weiß nicht, da fliegt. Ich meine, da steht ja ein Flugzeug oben, ne? Kriegt man diese Informationen auch weg? Schließen. Ah ja, es dauert ein bisschen. Was passiert, wenn ich auf Escape drücke? Ah! Abspringen? Einstellung. Wollen wir mal gucken. Geländedetails hoch. Oh Gott. Vibrationen an? Ah ja, ich kann das ja auch mit dem Pad spielen, stimmt. Lautstärke, Musik an, Videoeinstellung. So, bei der Videoeinstellung, da muss auch noch mehr gehen, oder? Na? Na? So, das ist, da, das nehmen wir. Bildwiederholungsfrequenz. Ja, das versuchen wir mal. Vielleicht packt er das ja. Vertikale Synchronisation bräuchte ich in der Regel eigentlich nicht. Oh, warte, was sehe ich denn da? Ich kann das auf DirectX 11 spielen. Texturenqualität. Helligkeit.
annehmen. Ja, ich werde einen Neustart machen müssen. Ich bin dann gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja, gerade die Figur guckt sich hier schön um. Es ist halt gerade, habe ich das so versucht einzustellen und dann hat es plupp gemacht und ich bin mal sowas von. Ja, das Programm ist einfach abgestürzt so. Aufnahme ist aber noch in Ordnung bis dahin gewesen. Leider sind jetzt die Flugzeuge weg. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Schon ein bisschen auf die Flugzeuge habe ich mich ja gefreut. Ja, gib's ihm! Muss ich eigentlich die Münzen muss ich einsammeln? Sammel die Münzen ein. Wo rennt er denn hin? So. Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg zum Gamepad. Und da bin ich auch angekommen, sensationell bei dem Gamepad. Mal gucken. Ah ja, es gibt auch neue Befehle jetzt hier. Also bewegen ist L. Unglaublich. L ist bewegen. Kamera drehen ist R. Auch noch nicht gehört. Springen ist A. Stimmt sogar. Aktion ist X. Na, ausprobieren. Aktion hier. Ah, Kung Fu. Fähigkeiten interagieren ist B. B. Ja, okay. Kann ich jetzt hier nicht. Menü öffnen und schließen ist Menü. Ah ja, okay. Okay, verstehe, verstehe. Menü verlassen ist dasselbe. Jo. Cool. Okay, falsche Taste. Das Ding kann ich irgendwie nicht. Mit dem kann ich irgendwie nichts machen. Ich kann es nicht töten. Ich kann es nicht agieren. Also, ich kann nicht damit interagieren und so. Aber gucken. Gibt es auch sowas wie Rennen? Oh, Kung-Fu-Rolle. Kung-Fu-Rolle. So, dadurch kriege ich dann wohl auch. Ich hoffe, Teile zum Bauen oder so. Ich weiß nicht so ganz, wie das so funktioniert. Ich habe bestimmt irgendwas Tolles gefunden. Es verschwindet alles hinter dem Rad. Ich weiß nicht, ob das so Absicht ist. Was nun? Ich habe irgendwie aus Versehen, was heißt aus Versehen? Ich habe irgendwie noch eine andere Taste gedrückt. Und da kam dieser Kinomodus. Ah ja! Rennen! Das erste, was man macht, ist halt, man macht erstmal alles kaputt. Ne? Darum geht es bei Lego. Das haben meine Eltern einmal nicht so ganz verstanden. Meine Eltern wollten immer, dass ich halt. Jetzt muss ich konzentrieren. Ich kann nicht gleichzeitig reden. Konzentrieren und Lego spielen, das geht nicht. Meine Eltern wollten halt immer, dass ich. Ja, diese Lego-Sachen, die man halt ja da hat, dass man die so schön zusammengebaut hat und so. Na, Links-Rechts-Kombination, da müssen wir noch dran arbeiten. Und dass ich den auch zusammengebaut lasse und. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe die irgendwie ein, zwei Mal zusammengebaut, klar. Aber dann habe ich dann auch sofort angefangen, so meine eigenen Kreationen drauf zu bauen. Und das hat mein, das haben mein, also zumindest mal, also auf jeden Fall mein Vater hat das sehr, das nicht, er hat das nicht verstanden, dass es genau darum geht bei Lego, dass man halt seine eigenen Sachen macht. Na, ja, er wollte halt immer die Sachen halt so, ja, dass ich die so wie nach Anleitung fertig gemacht habe. So, das war halt die Philosophie von meinem Dad. Und ich habe von anderen auch gehört, dass einige sogar so weit gegangen sind, dass sie die Lego-Sachen also wirklich zusammengeklebt haben, ne? Also mit Kleber. Vielleicht kannst du ja auch mal was dazu sagen. Vielleicht hast du ja auch so eine traurige Geschichte dazu zu erzählen. So, jetzt kriege ich aber langsam kalte Füße auch hier. Also wenn, dann schreib es in die Kommentare. Und ich werde jetzt mal irgendwie langsam mal anfangen, will ich auch mal was bauen oder was? Hm. Aber dafür will ich erstmal auf die Sonnenseite. Da war doch noch irgendwie, ich konnte doch noch irgendwas anderes machen. Pause. Ich konnte Pause machen. Einstellung. Wieso ist dieses Einstellungsfenster, also das ist ja dasselbe wie da. Einstellungen und Optionen. Wieso ist das über den anderen beiden? Ah!
Legumio. Steinweise bauen. Was habe ich getan? Okay, damit befasse ich mich später. Steinweise bauen. Ja, nein. Befasse ich mich da später, habe ich doch gesagt. Meine Herren, nur verlassen. Wo ist eigentlich so? Ich glaube doch gerade konnte ich doch irgendwie das wechseln. So. Gerade habe ich es doch gewechselt. Wie habe ich denn das gewechselt? Okay. Was ist das jetzt? Werkzeuge? Aha. Hm. Das mit dem Wechseln funktioniert irgendwie nicht so richtig. Was ist das denn? Charakterbearbeiter. Erzähl das nicht den Ray. Da mache ich jetzt mal eine Figur. Oder? Kopfbedeckung. Was gibt's denn da noch? Also das mit dem zufällig. Was gibt's denn da so? Ah ja, Heinzi. Ja, okay. Aha. Also in der Lego-Welt sind sie alle gelb, ne? Das ist ja, finde ich, auch schon wieder ein bisschen. Naja, wer jetzt sagen? Was haben wir denn da? Also, kommen wir hier. Forscher oder Paläontologin? Paläontologin. Oh Gott, das muss ich ja selber mal nachschlagen, was das überhaupt ist, ey. Paläontologie ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter, zum Beispiel Kreidezeit. Gegenstand paläontologischer Forschung sind Fossilien und sonstige Hinweise auf vorzeitige Lebewesen. Das ist komplettes Kostüm. Ja, will ich aber nicht. Geh mal weg da. Was haben wir hier? Umhang. Beine. Ja, er soll Beine haben. Es gibt wahrscheinlich noch nicht so viel. Ne? Hier mit Taschen natürlich. So, da will ich jetzt aber auch einen Umhang haben. Es gibt keinen Umhang. Ey, was soll denn das? Du kannst mir doch nicht einen Umhang versprechen. Nein, dann gibt es keinen Umhang. Kein Hut. Und dann geben sie hier so Kopfbedeckung und so einen schönen Indiana Jones Hut. Und den kannst du nicht nehmen. Haare. Aha. Hm, also es gibt noch nicht so viel Auswahl. Ist das eine Granate? So, Arme, ja, also es ist, also man kann jetzt hier nicht so unbedingt die Hüfte ist entscheidend. Was soll das denn? Ach, die eine ist ein bisschen heller als die andere, okay. Ja, hatten wir schon. Ja, ich glaube, das war's dann halt mit Charakter. Jetzt habe ich einen mit einem grauen Bart und Zopf. Ist das geil. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt will ich mal auf die andere Seite. Aber da war doch noch was anderes. Man konnte noch irgendwie abspringen oder wie hieß das? Da. Abspringen, neu positionieren. Das probieren wir mal aus und hoffen, dass mir dabei nicht die Kiste abschmiert. Oh, oh. Rüber da. Wieso lenkt? Du musst rüber da. Oh, Digby. Jetzt bin ich ja genau da, wo ich vorher auch schon war. Ich wollte doch auf die andere Seite, du Vogel. Wieso hast du dich denn nicht gedreht? Das probier nochmal. Das lasse ich mir nicht gefallen. So. Nö. Der Wert. Oh. 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 Pff. Hm.
Also einmal probiere ich das noch, aber es ist irgendwie nicht so einfach. Ich will ja auch nicht in der Wüste landen. Ich will doch eigentlich... Welche Tasten muss ich da drücken? Jetzt schwimme ich darüber. Was soll der Geiz? Ist ja okay. Mit Positionieren landest du genau da. Wo du vorher schon warst. Ja, Lego World ist halt ein Early Access Game. Oh, da ist ein Pferd, verdammt, da ist ein Pferd. Ich dreh durch. I3 Dui. Y, das ist ja wie bei... Ne, ist es nicht. Landkreatur. L bewegen. R-Kamera. A springen. X angreifen. Menü öffnen. Ja, und absteigen. Ja, okay. Ich frag mich, was das zu bedeuten hat, wenn ich immer... Oh, oh, oh! Ich glaube, das sind mehr so die bösen Typen, oder? Kann das Ding jetzt auch galoppieren, oder? Wo ist denn der Gashebel? Folgen die mich noch? Das auch, ist das ein Typ da hinten? Aha. Hier laufen noch ein paar NPCs rum. Oh shit! Die sind ja immer noch hinter mir her, oder wie? Das ist ja mal jetzt ein bisschen beängstigend. Meine Lego-Welt war anders. Ich glaube, ich gehe wieder zurück aufs Eis. Da ist eine Kumu. Das ist ein Stier. Tja. Das hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. So, ich werde dann jetzt mal was bauen. Modelle. Was haben wir denn da? Gegenstände, Charaktere, Charaktere? Kreaturen, Fahrzeuge. Steinsets. Sets und Objekte. Ah, und es kostet also Münzen. Okay. Was ist das hier? Was hat das mit den Sets auf sich? Lego Creator, wechselnde Jahreszeiten. Aber kann ich jetzt einfach hier so hinstellen, oder wie? Ich baue da mal irgendwie so ein... Was auch immer. Das sieht echt so ein bisschen aus wie so ein Haus von damals, ne? Das ist ey der Briefkasten, Alter. Das ist... Gott, Alter, jetzt...
Es ist ja unglaublich. Es sind so. Ich bin gerade total geflasht, ey. Das ist so der Briefkasten, der erinnert mich halt an so ein. Da sind halt diese Steine oder diese Briefe, das sind halt so Steine, die ich halt irgendwie von damals kannte. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Weg da! Meine Münzen! Oh. Ja, auch diese Fenster, die konnte man irgendwie so auch aufklappen und so. Oh Scheiße. Jetzt sitzt er die ganze Zeit da oben drin und winkt, oder was? Na gut. Ja, gucken, was man noch so anstellen kann. Außer so ein zugegeben ziemlich hässliches Haus zu bauen. Modelle. Charaktere. Ich könnte mir jetzt einen Jungen machen jetzt. Okay. Ah ja. Ha. Gegenstände habe ich nicht. Charaktere, Kreatur. Achso, können wir jetzt ein Pferd? Oh, ein Pferd habe ich ja schon. Fahrzeuge. Habe ich keine. Steinsets. Wildwestgebäude. George. Große vulkanische Zacke. Mhm. Vielleicht sollte ich die mal drehen. Oder vielleicht sollte ich die auch nicht irgendwie unbedingt ins Wasser bauen. Hier, das sieht doch hier so nach Wildwest aus. Okay, fertig ist die Laube. Okay. Ich krieg jetzt dadurch, dass ich die zerschlage, kriege ich halt Münzen. Mit den Münzen kann ich mir halt irgendwelche Sachen, naja, so kaufen. Aber es ist das, was ich will. Ich wollte eigentlich, ja, selber bauen, ne? So. Wie man halt das von Lego kennt. Hmm.
Boah, ich kann jetzt diese Sachen kaputt schlagen. Was da hinten? Wie war nochmal laufen? Ich muss aufpassen, dass mir jetzt kein Geist entgegenkommt, obwohl. Den hau ich weg, ne? Was die Dinger sind, das verstehe ich nicht. So, jetzt hau ich erstmal so einen Geist um und dann denke ich mal, ist die Folge auch vorbei. Oh. Ah. Wir haben irgendwas erreicht. Ja, so langsam müssen wir halt mal sehen, dass wir hier... Oh, da ist noch einer. Den mache ich auch noch platt. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt hier raus machen soll. Soll das jetzt ein Let's Play werden? Oder soll das jetzt hier ein Let's Show werden? Meine Herren, dann kann man... Richtig was... Ist hier richtig was los, ey? Steinsets, Sets und Objekte. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass man tatsächlich ja, das ist alles so vorgefertigt schon. Da ist ein Schatz. Na, die Skelette haben jetzt aber auch nicht mehr so viel. Was ist das da? Die Skelette haben auch nicht mehr so viel Laune, mit mir sich anzulegen hier. Oha. So, das Lenken geht ganz einfach, so. Aber warum muss es auch nicht... Da haben wir noch ein Fahrzeug. Das fahre ich nochmal schnell zu meinen Westernstadt. Es gibt auch so ein bisschen was zu entdecken, muss ich sagen. Also ein bisschen machen wir noch, ne? Also eine Folge hau ich auf jeden Fall noch raus. Au! Jetzt habe ich festgefahren. Da, na, 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 oha, oha. Na, was machst du denn da? Was machst der denn da? Achso, war ich irgendwie. Ach nee, es war Tastatur. Konnte man mit R konnte man halt die. Na, was konnte man da? Die Kamerasicht halt. Korrigieren. Jetzt bin ich dagegen gefahren. Jetzt komme ich da nicht mehr. Ist egal. Raus da, raus da. So, ja, das war's mit der ersten Folge. Ich werde mir noch mal ein paar Tricks holen, noch mal ein bisschen Forum recherchieren und so. Und dann mal gucken, was daraus wird. Ja, das habe ich mir jetzt als Early Access gekauft und mal, ja, mal schauen. Ne? Bock habe ich ja schon, aber ich will auch gerne was selber bauen. Einfach so. Das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Irgendwelche Sätze da aufsetzen, das ist aufbauen, das, ja, ich kann hier alles zupflastern, hab hier eine schöne, lebendige Stadt. Frage ist nur, will ich das? Okay, ja, wir
Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Und schreib mal irgendwie, was du davon hältst. Ja, vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps, ne? Und ja, bis dann. Tschüss.